Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls, der Prepare to Die Edition. Und wir werden uns jetzt mal wieder auf den Weg machen und uns Richtung Drachen begeben. Gucken, irgendwann werden wir ihn mal platt kriegen, denke ich mal. Ich hoffe, jetzt bin ich etwas aufmerksamer als beim letzten Mal. So schwer scheint es ja nicht zu sein. Wir müssen nur gucken, dass wir halt entsprechenden Abstand halten und nicht von der Klippe runterfallen. Dann bin ich mal gespannt, was der da noch beschützt. Ich glaube, rein theoretisch könnten wir auch einfach reinspringen und das Zeug holen. Dann würden wir halt zwei, dreimal sterben, aber wir haben ja im Moment eh keine Seelen oder keine Menschlichkeit, die wir verlieren könnten. Und von daher, na. Aber ich will den doch ganz gern platt haben. Dann haben wir auch wieder genug Seelen zusammen, ich schätze mal, der dürfte wieder so 5000 bringen. Hat der letzte, glaube ich, auch im Gemälde, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich denke halt mal, dass wir dann, können wir uns nochmal einen Wanderfluch leisten. Und ich hoffe, dass ich dann das nächste Mal hier besser durchkomme. Oder ich laufe halt hier einfach mal durch. Muss ich mal schauen, wie das dann am besten wird. Aber jetzt haben wir zuerst mal den Drachen vor uns. Und ich hoffe, es läuft besser als beim letzten Mal. Oder beziehungsweise die letzten beiden Male. Haben wir jetzt schon zwei, dreimal versucht. Hallo Drache. Dann kotz dich mal schön aus. Ja, gut, dann müssen wir mal gucken, wie weit die Kotze geht bis hier. Okay, das war zu früh. Und das war nichts, weil wir schon wieder runtergesprungen sind. Ich glaube, ich visiere ihn einfach mal an. Wenn ich angreife. Das sollte, glaube ich, dann besser gehen. Ja, das kann ich jetzt hier mal in Ruhe machen. Wie gesagt, da haben wir nichts zu verlieren. Da brauche ich mich jetzt auch nicht aufregen, wenn wir drauf gehen. Und können das schön gemütlich versuchen. Ich könnte es mal von... Ich glaube, von der anderen Seite habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich gucke dann mal... Ich glaube, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Und gucke, ob das besser geht. Weil ich glaube, da war etwas mehr Platz zum... rumlaufen. Da ist dann die Gefahr nicht so groß, dass wir von der Klippe runterfallen. Schauen wir uns das dann mal an. Einmal runter, nochmal runter. Wieder in den Ruinen von Neulondo. Und gleich im Drachental. Und zwar jetzt. Uah, jetzt wäre ich fast schon hier runtergefallen. Da ist auch gerade einer unterwegs. Hallo. Und, ja komm, wir können ja mal hier ein bisschen Sprint einlegen. Wir haben hier genug. Ich wollte mir mal die verschiedenen Schilde durchschauen. Ich glaube, das mache ich mal zwischen den Folgen. Ob wir mal ein neues finden, das ein bisschen mehr Blitzresistenz hat. Gut. Einmal aufnehmen. Und dann kotz mal. Ich warte, bis die Suppe weg ist und ab geht's. Hopp. Okay, du kotzt also bis hier. Da kann ich hin. Ich glaube, das zweihändig macht dann nochmal so 50% mehr Schaden. Okay, dann mal los. Aua, zu früh. Rollen wir schnell wieder weg. Ja, ich glaube, von da geht es etwas besser. Hast du dir so gedacht, ne?
Wegrollen. Aua, das war zu spät. Uiuiui, das war knapp. Aber das sieht schon mal nicht schlecht aus jetzt. Wir haben, glaube ich, jetzt schon gut die Hälfte runter. Ist halt mal wieder so eine Sache, dass man mit der richtigen Taktik drangehen muss und dann klappt das auch alles. So, jetzt sollte ich ja eigentlich hier aus dem Bereich... Na, doch noch nicht ganz. Jetzt bin ich, glaube ich, aus dem Bereich raus. Ja, laufen. Zu früh gelaufen. Ab. Nicht gut. Und weg. Okay, während du dann kotzt, traue ich hier nochmal drauf. Und weg. So, dann hat es doch geklappt. 3000 Seelen gibt es. Wir haben einen weiteren Drachenstein bekommen. Astoras Schwert ist hier und das Drachenwappenschild. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Wir haben ja hier ein bisschen Platz und wir schauen uns das Ganze mal an. Blutschild. Das Blutschild wurde in verlorenen Legenden erwähnt. Das Rot des Blutes ist verzaubert und die Macht gewährt verschiedene Resistenzen. Okay. Ja, Magie, Feuer. Das hätte 100% physischen Schaden. Gargoyle-Schild. Ist auch jetzt... Oh, das hat gute Blitzresistenzen. Was haben wir sonst noch Schönes? Was haben wir eigentlich jetzt am Blitz? 50 ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Adlerschild, das ist nicht schlecht. Okay. Der Parierdolch. Okay, Höhlenschild. Wo haben wir jetzt hier unser Drachenschild? Pyromantieflamme, Cestus, Schild rot-weiß. Das Zielschild ist in allen Belangen schlechter. Holzschild. Oh, das hat sogar... Sogar das hat mehr Blitzabwehr. Ritterschild, Graswappenschild plus 3. Blutschild, Gargoyle-Schild, Wappenschild, Drachenwappenschild. Da, oh, das hat leider weniger. Aber hat im Endeffekt mehr physische Resistenz und mehr Feuer. Gut, dann gehen wir mal das Gargoyle-Schild. Dann schaue ich mal, wie ich mit dem jetzt gegen die Drachen ankomme. Aus dem Menü raus. Oder Drakes, das da, wie gesagt, das, weiß ich nicht, ob das, also scheinbar diese kleinere Version der Drachen heißt wohl Drakes. Weiß ich nicht genau, ob das jetzt hinkommt. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Und gucken mal, wie und ob wir an dem vorbeikommen. So. Erstmal weg. Kannst du hier mal zaubern, wie du willst. Ich guck mal, was der so wegblockt. Okay, zumindest ein bisschen besser. Macht aber trotzdem immerhin noch eine ganze Menge... Aua, Schaden. Ey, das mit diesem Blitz, das ist... Wenn die mich dazu spammen, das, da muss ich gucken, dass ich irgendwie hinter die komme. Ich glaube, da nützt auch die höchste Blitzresistenz nicht. Oder ich renne halt einfach komplett dran vorbei. Also wie gesagt, ein bisschen besser ist es, aber... Wenn wir da nicht drankommen, bringt das alles nichts. Uiuiui, jetzt nicht runterfallen, dann wären wieder 3000 Seelen weg. Im Moment ist das jetzt nicht so viel, aber da ich ja keine Wanderflüche mehr habe, brauche ich auf jeden Fall 4.000 oder 5.000, um jetzt mal wieder einen Wanderfluch zu kaufen. Und dann können wir uns ja nachher bei dem Siegler, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt... da können wir uns ja dann noch mit mehreren eindecken, aber
Wir brauchen ja erstmal einen, um an den Geistern vorbeizukommen. Durchlaufen ist mir da, wie gesagt, zu riskant. Ich glaube nicht, dass ich es überlebe. Ich habe ja da auch mit meinen... ich habe da auch schon Probleme, wenn ich durchkämpfe. Wenn ich mich durchkämpfe. So ist es richtig. Gut, dann versuchen wir es mal mit den Drakes wieder. Gucken, dass wir unsere Seelen bekommen. Und dann geht's ab. Die halten allerdings halt auch relativ viel aus. Also One-Hits sind es leider nicht mit der Waffe. Allerdings glaube ich halt auch nicht, dass die allzu flink sind. Ach, mir fällt gerade ein, was wir jetzt noch machen können. Wir haben uns ja die Waffe noch gar nicht angeschaut. Das Artoria-Schwert, was wir bekommen haben. Jede Menge Hellebarden. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen geordnet hier. Genau, Großaxt. Großaxt des Drachenkönigs. So. Da haben wir Arturas Schwert. Okay, macht physischen Angriff. Oh, es macht sogar Magieschaden. Und, geht auf C. Hat halt relativ wenig. Ah, da brauchen wir aber, glaube ich, was ist denn das mit dem Stern? Ist das Zauber? Weiß ich gar nicht, was das für eine Voraussetzung ist. Mal gerade rechts gucken. Wille. Ach, da bräuchte man Wille von 14. Okay. Gerade Schwert eines unbekannten Ritters, der vermutlich Astoras Elite angehörte. Hochwertige Waffe mit mächtigem Segen, ja. Können wir nicht führen, da wir halt keinen Willen haben. Dann holen wir uns jetzt mal unsere Seelen wieder. Und versuchen, an dem Drachen da unten vorbeizukommen. Ja, wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt halt hier Drache statt Drake sage. Weiß halt noch nicht genau. Hep. Ah, jetzt sind wir ausgewichen, das ist gut. Leider habe ich ihn nicht anvisiert. Aua, der haut aber auch ganz schön zu, muss ich sagen. Und zwar richtig übel. So, weg. Meine Güte. Ich glaube, ich setze das Graswappenschild mal wieder ein und da... Oder das Drachenwappenschild. Ich glaube, das hat ja 100% Reduzierung von Dings von physischen Damage. So. Oh, du drehst dich weg, das ist schön. Da weiß ich nicht, was das jetzt gebracht hat, aber das hat auf jeden Fall was gebracht. Sehr agiler Zeitgenosse, das da. Komm noch einmal drauf. So. Sehr schön. Das nächste wäre dann dieser und der bewacht auch noch was. Ich hoffe mal, dass wir da auch wieder einigermaßen dran vorbeikommen. Oh, der kommt schon direkt angeflogen. Oh. Aua. Weg. Die machen halt auch ordentlich Schaden. Muss ich dazu sagen. Okay. Gut, wenn sie dann einmal gelandet sind, wir sie von der Ecke angreifen können, geht's. Ich werde mich dann aber jetzt, da sind ja jetzt hier wieder zwei Drachen, drei sogar. Na, jetzt haben wir hier die Banditenrüstung. Das war alles, was ich im Moment haben wollte. Im Moment wäre ich auch ganz froh, wenn ich jetzt wieder zurück könnte, ohne zu sterben. Wenn wir nur einen angelockt haben. Ach, der geht auch wieder. Dann gehe ich mir nämlich jetzt mal einen Wanderfluch kaufen und, erstmal ganz übersehen, was haben wir hier drin? Eine Menschlichkeit, super.
Ja, dann werde ich mir jetzt erstmal einen Wanderfluch wieder kaufen und uiuiuiuiui, das war knapp. Davon dann, ja, und ich glaube, mit dem Wanderfluch geht es dann wieder zurück zu den. Und ich glaube, also das mit den, an den Geistern kommen wir doch besser vorbei. Und hier durchrennen, das traue ich mir irgendwie nicht so ganz zu. Haben wir hier irgendwo noch so eine Höhle, wo was drin ist? Leider nicht. Bin dann auch mal gespannt, wie wir hier mit dem Drachenschild zurechtkommen. Ja, die füllt sich dann doch ganz gut auf, die Leiste. Also unsere Ausdauerleiste, wenn wir das Schild oben haben. Ich glaube, dann werden wir jetzt mal eine Weile mit dem Drachenschild rumlaufen. Ich glaube, das können wir auch relativ gut upgraden. Das kann ich mir auch mal noch anschauen. Dann gehen wir jetzt gerade nochmal schnell zurück zum Leuchtfeuer. Ich gucke mir an, wie ich das Schild upgraden kann. Und dann machen wir uns nochmal auf den Weg zur Händlerin. Dort können wir uns ja dann einen neuen Wanderfluch kaufen. Leider etwas teuer, aber wir kriegen ja unterwegs ja nochmal ein paar Seelen. Da haben wir wieder ein paar Untote, die wir wegschlachten können. So. Damit wären wir dann auch, ups, gleich wieder am Leuchtfeuer. Wenn ich nicht andauernd überall dagegen laufen werde, ich sollte vielleicht mal die Kamera besser positionieren und auf die Löcher in der Wand achten. Gut, dann geht's hier hoch und ab. Alles klar, dann würde ich gerne mal. Ist das bei Waffe? Die Ausrüstung haben wir auch schon ewig nicht mehr repariert. Ich gehe erstmal das. Ne, ich gucke erstmal nach, was es kostet. So. Sind die bei Waffen dabei? Oh ja, das wird richtig heftig, die zu verstärken. Da bräuchten wir auch einen Funkeltitanit dafür. Aber ich glaube nicht, dass die besser wird als unsere. Als unsere schwarze Ritterhellebarde. Okay, fürs Drachenwappenschild brauchen wir auch Funkeltitanit. Gut, dann ja, bleibt das mal fürs Erste. Das Wappenschild. Ach, wir könnten das Graswappenschild upgraden. Das bringt dann. Na gut, etwas mehr Haltung. Ich glaube, die Schadensreduktion ändert sich nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Sondern würden einfach nur mehr Angriffsschaden machen damit. Macht auch irgendwie Sinn. Schaue ich mir vielleicht noch mal offscreen genauer an. Gut, dann geht's jetzt mal noch los. Sind ja zum Glück relativ schnell jetzt hier bei der. Bei der Händlerin. Da haben wir jetzt den Feuerschaden gemerkt, beziehungsweise die Reduzierung. Ja, da kriegen wir jetzt gar nichts mehr ab, das ist ja super. Dafür fallen wir hier runter, das ist nicht so super. Aber wir haben es überlebt, gerade so. Ein bisschen Action-Erfolge. Aua, was soll denn das? Ich dachte, der andere Typ wäre jetzt auch draufgegangen. Na gut, dann sind wir jetzt auch gleich bei der Händlerin angekommen. Hier geht's rüber. Kaufen schnell noch einen Wanderfluch. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Schnitt mache.
oben dann runterreise. Hallo. Ich wollte eigentlich eher deinen leckeren Wanderfluch haben. 4000. Was kostet denn die mit Blume? 1000. Na gut, komm, kaufen wir da auch noch zwei von. Ja. Sicher ist sicher. Gut, dann machen wir hier mal einen Schnitt. Ich laufe jetzt nochmal zurück zum Leuchtfeuer und guck dann mal, wo wir uns wiedersehen. Ob wir dann direkt beim Leuchtfeuer oder schon in den Ruinen von Neulondo. Mal schauen, den Weg kennt er ja mittlerweile auch schon zur Genüge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet einen Spaß bei der Folge. Und seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Schade. Keine Menschlichkeit.